Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Lego Worlds. Ja, ich gehe in die Welt rein, damit die scheiß Musik endlich mal aufhört, weil die ist ziemlich lang. Ja, letzte Folge haben wir es geschafft, viel sehr weit zu kommen. Hat auch dementsprechend lange gedauert, eine 30-minütige lange Folge. Ja, jetzt wo ich dieses Video aufnehme, ist es immer noch im Upload. Weil meine Internetleitung dauert das 15 Stunden, ne? Gut, ist auch 2 GB groß. Ja, aber ist eine schöne Folge, finde ich. Ja, was ich jetzt erstmal zu Anfang besprechen möchte, ist, dass dieser Typ hier mit den... Das ist Bob, stimmt. Bob, tut mir leid, dass ich dich beleidigt habe. Ich bin immer noch erkältet, aber ich möchte kurz was ansprechen hier. Ich habe nämlich einen Kommentar rausgesucht unter meinem Video, unter dem Lego 2 Video. Und da schreibt Omnom, bohr dich doch mit dem Bohrfahrzeug unter dem Meer durch auf die Insel. Ja, damit ist diese Insel gemeint, wo ich drauf geschaut habe, dass ich da drüber gern rüber möchte. Und ich habe mir auch schon sowas ähnliches überlegt. Entweder baue ich dann eine Brücke drüber oder ich bohr eben so einen Tunnel. Das Problem ist, beides dauert sehr lange und ich muss hier kurz rechts-links-Kombo geben. Oh shit, da hat das kaputt gemacht. Weil ich will ja nicht nur einen Tunnel bohren und es dann so lassen. Ich brauche ja einen Eingang, eine schöne Autobahn, die da durchführt, aber dass ich vielleicht mit dem Auto durchfahren kann. Oh, jetzt habe ich mein Mikrofon geschlagen. Tut mir leid. Ja, und da muss ich eben alles auskleiden, dass alles schön aussieht. Und die Brücke dauert natürlich auch ewig, das, weil ich ja, ich will nicht so eine, einfach so eine Brücke rüberbauen, sondern natürlich mit Stelz und so. Also dauert beides ziemlich lange. Und ja, aber das ist erstmal hier so Hintergrundgedanke. Und wir arbeiten heute an unserem Haus weiter. Ich habe mir vorgenommen, heute nur 20 Minuten oder 25 Minuten aufzunehmen. Also, weil ich nicht weiß, wie die Timelapse wird. Weil letztes Mal habe ich 50 Minuten aufgenommen. Und dann dachte ich eben, dass die Timelapse so das auf 20 Minuten runter zieht. Aber war dem so nicht. War 30 Minuten. Naja. Bob hält Ausschau für seine neuen Kollegen. Und ich glaube hier nur Scheiße, bevor ich jetzt nämlich verplappere, würde ich sagen, fangen wir an, die komplette Mauer hier einzureißen und sie durch diese Blöcke hier zu ersetzen. Ja, das mache ich kurz, es dauert nicht so lange. Schwuppdiwupp. Nein. Die hier. So, jetzt muss ich gucken. Muss so. Ja, oh, dein Ernst, habe ich eins vergessen. Nein, toll. Egal. Worüber ich so ein bisschen reden möchte, ist, weil zum Beispiel heute, gestern kam ja keine Happy Beats Folge raus. Und es lag einfach daran, dass, wie gesagt, schon Lego. Der Lego-Part im Upload steckt und es hatte ich nie geschafft. Da wäre die Folge von Happy Wheels um 19 Uhr draußen und ich will ja auch tagsüber noch ins Internet gehen und dieses nutzen. Weil es hat ja keinen Sinn, wenn ich hier nur warte, bis das scheiß Ding hochgeladen hat, weil ja, das ist nicht so toll. Hier, ich muss erstmal gucken, wie das jetzt. Na, erstmal drehen. So, erstmal gucken, wie viel ich das denn platzieren kann. Ey! Oh, ich muss dies, ne? Oh! Also, ich weiß nicht, woran es liegt, warum ich erkältet bin. In meinem Zimmer ist es arschwarm. Fenster, beide Fenster sind komplett weit offen, Tür ist offen. Die Wärme steht hier förmlich drin, also die bewegt sich kein Millimeter. Ich glaube, ich schaffe hier so einen Ventilator an oder so einen Deckenpropeller-Typ. Naja, ihr wisst, was ich meine. Scheiße. Fuck, das reicht nicht. Entweder müssen wir das alles eins nach hinten stauchen, sonst passt es hier nicht hin. Scheiße, 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 scheiße. Ja gut, dann müssen wir das wohl oder übel machen. Dann muss ich nochmal alles zurück. So, dann brauche ich jetzt die Stelze. Wo sind die? Hier.
das gleich machen wir auf der anderen Seite. Ich tue erstmal hier alles einreißen. Die ganzen Mauern zu errichten hat es, glaube ich, nicht gebracht. Wie habe ich so das Gefühl, aber egal. Habt ihr mal gesehen, wie das alles funktioniert und wie lange das dauert. Und, Alter, die Kamera ist gerade richtig fett am Spacken. Warte mal. Hallo? So. So, und jetzt runter. Entfernen. Na toll. War natürlich zu weit. Ich dödel. So, jetzt wieder. Ja, und ich muss die ganze Mauer eh alles nach vorne setzen. Dann tun wir hier die Blöcke hinsetzen. So, und schwupp. So. Und dann tun wir die Mauer einreißen. Dann muss ich das nämlich alles verschieben. Ne? Dann muss ich den ganzen Boden nochmal neu machen. Heidewitzka. Das wird lustig. Da werden wir noch viel Spaß dran haben in unserem Haus. So. 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 Ja, wie mache ich das jetzt am blödesten? Entweder muss ich jetzt Bausteine. Wie ihr seht, es dauert echt ewig lange, hier mal was auf die Reihe zu kriegen. So. So. Und dann nehmen wir hier so ein kleineres Ding. So. Dann gönne ich mir jetzt wieder die Platten. So. Dann nehmen wir die kleineren Platten. So, nein, das war falsch. So. Dann tue ich die jetzt noch bepainten. Ich glaube, in der Farbe waren die. Ja. Ah, scheiße. So. 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 Perfekt. Dann hätten wir es symmetrisch jetzt gemacht. Dann muss ich hier noch. Einen Moment. So ein bisschen hier das hier platzieren. So, dann nehmen wir hier noch eine größere Stange. So. Ah, scheiße, zurück. So, weil die müssen wir jetzt nämlich umpainten. Das ist gar nicht so einfach. So. So, perfekt. Jetzt haben wir das Haus symmetrisch gebaut. Dann tue ich jetzt mal die Blöcke hinsetzen. Ah, ich drehe mal in die falsche Richtung. Ja, wo sind sie denn? Hier. Einmal drehen. Sind jetzt grau. Oh, Mann. Sollten weiß sein. Was ist eigentlich so ein Rot? Na, das ist. Ich will. Später will ich das noch so im. Wäre so rötlich machen, dass es aussieht wie so Backstein. Weil ich glaube, das sieht ziemlich geil aus. Nein. Dann tue ich das hier kurz mit Pinseln, damit es auch schön aussieht. So. Jetzt würde ich sagen, machen wir von der anderen Seite immer so hoch. Damit wir nicht so eine durchgehende Stange hier so hoch haben, weil das sieht kacke aus. So. Ja, ich würde es hier einfach kurz alle Mauern fertig machen und dann sehen wir uns nach der Timelapse wieder. Weil ich habe so das Gefühl, dass es lang dauern wird. Ja, dann sehen wir uns gleich. Tschö. Das war's mal.
Ich finde, es sieht schon relativ geil aus als so eine komische weiße Wand. Und ja, ich würde sagen, wir machen mal hier das Innenleben. Da muss ich gerade mal gucken, wie ich das machen werde, mit welchen Blöcken. Ich schaue da gerade mal. Wie wäre es mit, wenn ich so große Wände hin platziere, dann könnte ich oben drüber. Ich glaube, das wäre aber eine gar nicht so blöde Idee, wenn ich hier so große Teile hinsetze. Ich schau mal, ob das aufgeht. Natürlich nicht. Wäre ja auch lustig gewesen, wenn ja. Danke, Handy. Wartet mal kurz, ich muss da kurz angehen. Einen Moment. Ja, hi. Hallo? Hallo? Ja gut, da muss ich doch nicht rauscutten, wenn die Audiospur. War nämlich keiner daran. Stark. Ich hoffe nur, dass jetzt nicht nochmal angerufen wird. So. Bupp. Und schwupp dich und. Dein Ernst? Wieso reicht es jetzt nicht? Gut, dann müssen wir eben so machen. Der Grund, warum ich so große Platten verwende, ist eben, damit es nicht so hässlich aussieht, weil man sieht eben diese Fugen und wenn da so überall so einzelne Teile rumgurken, sieht dann nicht schön aus. Drehen wir es nochmal. Okay, da muss ich jetzt das hier reinsetzen, damit das hier so passt. So, dann. So, sieht doch nett aus. So, jetzt muss ich nur noch die restlichen Sachen da hinten einfügen. Und zwar ist es einmal das hier. Boah, es ist kacke, das hier reinzumachen. So, jetzt sieht's gut aus. Und dann hier drüben noch den einzelnen. Wo ist er denn? Da ist er ja. Guten Tag, Herr Freund. Aha, okay, die schweben. Die haben keinen Bock auf Leben. Nein, ich will das hier. Boah, diese Kamera, die ist schon noch ein bisschen nervig, aber. Ist mir egal. Schwupp dich. Und dann tue ich nur noch oben die Ränder drauf und dann neigt sich auch schon die Folge dem Ende zu. Und die Kamera, die ist gerade mega kacke. Boah, die lässt sich kacke steuern. So, ich sehe es gar nicht. Ach, verpiss dich doch jetzt mal bitte, ganz im Ernst. So, jetzt sieht's gut aus. So, dann tue ich doch oben die Ränder drauf klatschen. Und wie gesagt, das war's dann mit dieser Folge. Ich muss nur noch das richtige Teil finden. Nehmen wir mal das hier und gucken. Also hier passt es schon mal so. 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 Ja. Ach, da passt zum Beispiel nicht so ein Scheiß. Jawohl. So, dann wer ist die Big Stange? Hier ist die Big Stange. Ah, nein, nicht dahin. Jawohl, passt alles. Und was ich gerade gesehen habe, hier, seht ihr das? Das hier. Das sieht absolut hässlich aus. Das tue ich entfernen, weil wenn ich das nachher andere, wenn eine andere Farbe drauf kommt, wollte ich sagen, sieht es kacke aus. Oh, ist es dein Ernst, Kamera? Oh Gott. Also manchmal kotzt die Kamera sowas von an. Würde man am liebsten an die Wand klatschen. Ah, naja, ist eine Early Access. Muss man sich damit abfinden. So, jetzt, wie mache ich das jetzt am blödesten? Also, entweder muss ich das hier machen oder das da. Also, es kommt eigentlich aufs Gleiche drauf raus.
Ah, Kamera. Hör auf, irgendwas zu machen. Hey, die Kamera geht immer weiter weg. Bleib da. Wo ist es denn? Hier. Muss ich wohl oder übel leider so machen. Oh, dazu mehr Farben. Cool. Also sonst sieht es kacke aus. So. Das ist, sieht doch schon relativ geil aus, finde ich. Wenn wir jetzt hier nur noch eine andere Farbe finden, ne? Ich weiß halt nicht, wie das ist. Ich möchte nicht so ein richtig Rot haben. Ich möchte eher so ein helleres Rot. So ein... Ach guck, es verschwindet zu dunkel. Alles ist dunkel. Warte, tu mal... Ah, das ist doch viel zu dunkel, Alter. Ich tue einfach mal eine Seite streichen. Was ist das hier? Was zur Hölle ist das jetzt? Och man! Leck mich doch an den... Ah, Gott! Was ist da denn jetzt passiert? Ach so ein Scheiß. Ja, ich höre die Folge nicht auf, bevor hier das gefixt ist. Was ist das denn? So. Jetzt Bausteine. Kamera, du gehst mir auf den Zeiger. Halt. Nein. Och, Kacke. Du bist doch eine Scheißkamera. Nein. Ah. So. Jetzt ist es ja auch gefixt. Dann nehme ich einfach mal das helle Rot. Weil es sieht ein bisschen besser aus. Oh. Das sieht dann eher mehr nach Ziegelstein aus und nicht nach, keine Ahnung, irgendwas. Ich würde es kurz auf der Seite auch noch machen. Ah. Damit wir mal von vorne so ein Bild bekommen. So, dann tue ich hier noch kurz schwarz einfärben, die Tür. Nein, das ist kacke. Egal. Nein. Gut, dann muss ich das einzeln anpinseln. So. So. Ja, sieht nach was aus. Ich finde, das Schwarz ist ein bisschen zu heftig. Wie wäre es eigentlich mit so einem hellen Grau? Nur so als Testweise. Ich sollte jetzt eigentlich aufhören. Ja, das sieht schon besser aus. Ja, mit den Farben müssen wir noch rumspielen. Vielleicht findet ihr eine bessere Kombination. Was nicht so hässlich aussieht. Ja, und das war's dann mit dieser Folge. Ich hoffe, euch hat sie natürlich gefallen. Wenn ja, lasst ein Like und einen Kommentar da. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge, wo wir uns den Farben und auch schon dem Dach widmen werden. Ja, und bis dahin. Tschüss. Yeah.